Im letzten Video haben wir uns ja zusammen die Grundbausteine der Geometrie definiert, also wirklich so die elementarsten Figuren, die du dir vorstellen konntest, mit denen man andere größere Figuren beschreiben oder zusammensetzen konnte und generell mit denen man halt wirklich viele Dinge in der Natur auch hätte beschreiben können. Und es waren vier Stück an der Zahl. Die eine Idee davon war ein Punkt. Und ich denke, was ein Punkt ist, brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Ich vermute, dass das wirklich ziemlich leicht war. Ein Punkt ist im Endeffekt nur eine Position irgendwo im Raum und oder auf der Ebene. Und deswegen möchte ich in diesem Video oder möchte ich dieses Video hier nutzen, um wirklich sicher zu gehen, dass du die anderen drei auch sauber auseinanderhalten kannst, weil es dir sonst später schwerfallen könnte, andere Konzepte zu verstehen, die halt darauf aufbauen, dass du das jetzt schon verstanden hast. Also ich habe die Erfahrung gemacht, alles ist ziemlich leicht, wenn man die ganzen vorhergehenden Dinge wirklich verstanden hat. Also lass uns doch mal schauen. Was wir noch gehabt hatten im letzten Video war ein Strahl. Und wir hatten auch noch eine Gerade. Und wenn es keins von den beiden ist, dann ist es vermutlich eine Strecke. Eine Strecke. Und lass uns nochmal durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich hier ganz rechts an. Dann brauche ich die Farbe nicht extra wechseln. Also alle drei haben im Endeffekt erstmal die Eigenschaft, dass sie eine gerade Linie sind. So zum Beispiel. So, was macht jetzt eine Strecke aber ganz genau aus? Genau, eine Strecke hat immer einen definierten Anfangspunkt und einen definierten Endpunkt. Oder du kannst es auch andersrum sehen. Wenn ich jetzt zuerst die Punkte gezeichnet hätte, dann ist eine Strecke immer genau die gerade Linie, die den kürzesten Weg von Punkt 1 zu Punkt 2 darstellt. Und wir wollen der Ganzen natürlich auch noch einen Namen geben, damit wir sie ansprechen können. Nennen wir sie einfach mal A. So, Konzept Nummer 1. Jetzt kommt Konzept Nummer 2, eine Gerade. Wie gesagt, ist auch definitiv erstmal eine gerade Linie. Passt ja auch irgendwie ein bisschen zum Namen. Und wenn wir jetzt hier zwei Punkte haben, die wir definitiv brauchen, ansonsten wüssten wir gar nicht, in welche Richtung die Gerade sozusagen geht, also wie sie gedreht ist gerade auf dem Papier. Das Wichtige bei der Gerade ist, dass sie unendlich lang ist. Also das sieht man jetzt an dem Bild vielleicht nicht, deswegen manchmal siehst du es auch, dass da so kleine Pfeilköpfe dran gezeichnet werden. Aber wichtig ist eine Gerade, die Strecke hat eine endliche Länge und die Gerade ist unendlich lang. Also die geht in die Richtung hier unendlich weit und die geht auch in die Richtung hier unendlich weit. Und ich nenne die Gerade jetzt mal einfach B. So, und der Strahl, also die dritte Figur, ist im Endeffekt so ein Zwischending zwischen beiden. Er hat eine Eigenschaft von der Strecke übernommen, und zwar, dass der Strahl einen Anfangspunkt hat. Und dann brauchen wir natürlich noch einen zweiten Punkt, damit wir die Richtung angeben können, in welche der Strahl geht. Und dann geht er aber unendlich weit in diese Richtung. Und ich denke, das liegt auch ziemlich dicht an dem, wie du dir so einen Strahl in der Natur auch wirklich vorstellen würdest. Also ich denke zum Beispiel immer gerne an einen Sonnenstrahl. Der Sonnenstrahl hat ja im Normalfall, ich nenne das mal C, hat im Normalfall ja immer einen Anfangspunkt. Also zumindest würde mir jetzt nicht einfallen, wie das anders funktionieren sollte. Und zwar die Sonne. Und geht dann, wenn sie jetzt halt nicht, wenn die Sonnenstrahl nicht gerade auf mich oder auf die Erde oder auf das andere Haus oder auf den Baum fallen würde, dann würde der Sonnenstrahl immer unendlich weit gehen. Und so merke ich mir halt direkt, was ein Strahl ist. Okay, jetzt will ich nur nochmal auf Nummer sicher gehen, dass du wirklich verstanden hast oder wirklich unterscheiden kannst, was was ist. Deswegen würde ich vorschlagen, kannst du noch das Modul auf der Khan Academy dazu machen. Und zwar das hier. Keine Sorge, das ist jetzt noch auf Englisch. Das gibt es definitiv auch in absehbarer Zeit auf Deutsch. Aber zurzeit ist es halt nur auf Englisch da, deswegen gehe ich jetzt einmal mit dir auf Englisch durch. Sobald es auf Deutsch gibt, gibt es auch nochmal ein fixes neues Video zu dem Thema hier. Und dann erkläre ich auch das deutsche Modul. Also, gucken wir doch mal. Die Aufgabe ist mal die gleiche. Identify this figure. Also im Endeffekt finde heraus, welche geometrische Figur das hier unten ist. Und du hast immer drei Auswahlmöglichkeiten. Die drei hier. Und jetzt übersetze ich dir halt noch eben, wie die heißen. Und dann machen wir noch ein paar Aufgaben gemeinsam. Also, ich fange mal hier unten an. Eine Line im Englischen ist das gleiche, was wir im Deutschen eine Gerade nennen. Also sozusagen, Line kann man ja auch mit Linie direkt übersetzen. Für die alle englischsprachigen Menschen ist das gleiche, ist eine Gerade das gleiche wie eine Linie sozusagen. Und passend dazu ist das, was wir als Strecke kennen, im Englischen eine Line Segment. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Also ich denke mal, das Wort Segment kennst du vielleicht. Das heißt ja im Endeffekt so viel wie Teil von irgendetwas.
Und damit sieht man im englischen Wort sozusagen schon, dass eine Strecke immer der Teil von einer Geraden sein muss. Und das ist ja definitiv immer der Fall. Und dann haben wir zwei Sachen gefunden. Das dritte ist dann natürlich, was das noch übrig bleibt. Der Ray ist dann ein Strahl. Okay, lass uns am besten eben zusammen zwei, drei Sachen machen und dann denke ich, wird das auch in Englisch recht eingehend sein. Also, was ist das hier? Wir haben zwei Punkte und du siehst ja, dass der in die Richtung hier unendlich weit gehen wird, deswegen der Pfeilkopf, und in die Richtung auch unendlich weit gehen wird. Also muss das eine Gerade sein. Und eine Gerade heißt im Englischen Line. Zack. Und weiter geht's. So, hier haben wir wieder zwei Punkte. Also zwei Punkte werden immer da sein. Und einer hier scheint der Anfangspunkt zu sein, weil da drüber, da ist ja nichts mehr. Hier scheint irgendwie die Linie anzufangen. Und dann geht sie natürlich durch diesen Punkt hier durch und geht aber in die Richtung unendlich weit. Und Anfangspunkt gepaart mit unendlich lang ist ein Strahl. Und Strahl heißt im Englischen Ray. Yippie! Merk mal, das passt ja. Haben wir genau alle dreimal gesehen mit drei Übungen. Also definierter Anfangspunkt, definierter Endpunkt, oder du kannst es natürlich auch andersrum sehen, dass das hier der Anfangs- und das hier der Endpunkt ist. Das hat eine endliche Länge hier, diese geometrische Figur, also muss es eine Strecke sein. Und die heißt im Englischen Line Segment. So, eine machen wir noch und dann muss das erstmal reichen, dann kannst du dich selber probieren. Also festgelegter Anfangspunkt. Geht durch einen anderen Punkt durch und geht aber unendlich weit in die Richtung, in die der Pfeilkopf hier zeigt. Also Anfangspunkt und unendlich weit ist ein Strahl. Gucken wir mal. Yippie!